Hallo zusammen und willkommen zurück. Folge 18. Bei mir ist es Sonntag. Es ist 22.24 Uhr. Und ich bin gerade dabei, auszuprobieren, wie das mit den Farben funktioniert. Also, das Einzige, was ich schon rausgefunden habe, dass man hier, ich lege hier die Waffe hin, ich konnte schon mal meine Knarre in grün. Also, es ist schön. Ich würde auch die nächsten Tagen ein bisschen mehr sich damit auseinandersetzen. Also, es ist schön, ne? Dass man eigene Waffe färben kann. Unglaublich cool. Also, ich war noch gar nicht so weit. Das ist jetzt zum Beispiel für mich neu. Ich war so weit heute, dass ich mir es doch überlegt habe, diese DLC zu holen, damit ich meinen Truck richtig schön machen kann. Hier habe ich auch schon ein bisschen was angefangen, aber ich habe keine Ahnung, wie das so alles richtig funktioniert. So, ich wollte nur mal Kleinigkeiten zeigen, wie ich das mache. Ja, also jeder von euch, auch ohne DLC, ne, kann dasselbe machen. Also das, ihr braucht unbedingt, hier zeige ich euch, ich habe extra rausgesucht, solche Sprühflaschen, Farbsprühflaschen. Die habe ich auch nicht alle mitgenommen. Ich wusste erstmal nicht wofür, aber jetzt weiß ich es. Guck mal, wir nehmen Pink in die Hand. So. Zack, und es wäre pink. Ich weiß nicht, ob ich meine Karre pink machen. Ich dachte, eventuell schwarz, grün, rot oder sowas. Das hatte ich eh im Kopf. Aber es ist zwar eine Kleinigkeit, ist aber nicht schlecht. Ist aber nicht schlecht, ja. Also da kann man sich was einfallen lassen. So, wir nehmen das nochmal in die Hände, damit wir hier eventuell was... Ach so, hier kannst du dir zum Beispiel aussuchen, ne, was du drauf machen möchtest. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht richtig verstanden, wie das funktioniert. Warte mal, wir klettern hier einmal hoch. Hier habe ich noch nichts gemacht. So, von den Sachen hier mal aussuchen. Funktioniert aber irgendwie nicht. Steht auch alles auf Englisch. Okay, das ist braun. Ja, steht auch braun. Okay, wir nehmen das Grüne. So, ja, also eigentlich ganz gut. Ich werde mich auch damit auseinandersetzen. Ist eine gute Idee. Aber ich muss auch sagen, ne, 10 Euro für DLC, überlegt euch das mal gut. Also, es ist schon etwas teuer, würde ich mal sagen. Also, würde ich mal behaupten. So, das ist erstmal ganz kurz zu diesen Farbdosen, was man findet. Ne? Also die Farbdosen alle mitnehmen und dann könnt ihr schön eure Auto bemalen. Ist eine gute Idee, aber wenn es an mir, also wenn ich das meine, also das hätte schon umsonst, denke ich mal, sein können. Dass das schon mit dabei ist, ne? 10 Euro für ein DLC. Nur ich weiß nicht. Jeder muss für sich wissen. Also, der Plan ist für heute, wie auch gesagt habe in der letzten Folge, wir gehen jagen. Ich habe schon eine Sniper vorbereitet. Die ist aber noch nicht ganz fertig. Wir brauchen Werkbank. Wir brauchen Werkbank. Wir müssen Kleinigkeit herstellen. Also, Handwerk. Wir brauchen diese Schienen. Lange improvisierte Schiene. Improvisierte Gewehrschiene. Ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen noch Bolzen dazu. Bolzen habe ich. Zu den Kisten kommen wir auch gleich. So, erstmal Bolzen. Also, wir machen erstmal die Schiene fertig. So. Muss ich aber ehrlich auch sagen, ich habe nachgegoogelt, wie das alles funktioniert.
So, wir tun jetzt die Schiene. Genau, die passt jetzt hier drauf. Wunderbar. Und erst jetzt könnt ihr den Scope drauf tun, ne? Also improvisierte Gewehrschiene. Und nicht die kurze improvisierte Gewehrschiene oder lange. Ich habe erstmal lange gemacht und es ist nicht drauf gekommen. Dann musste ich überlegen, was überhaupt das alles sein sollte. Ist ja auch egal. Wir müssen noch einmal gucken, ob wir so einen blauen Ölfilter mehr als 50% haben. Ne, nee, haben wir nicht, ne? Also, wir haben keinen Schalldämpfer dafür. Kennen wir Schalldämpfer? Du kannst, ich dachte, wir reparieren das erstmal. Und dann, weil du musst es dann hoch reparieren, ne? Weil der hat ja nur 28%, das ist ja nicht viel. Ah, der hatte 32%. Ja, die sind alle so ungefähr. Okay, ah, der ist schon 91%. Sehr schön. Wir reparieren jetzt auf 100%. Nimm die Waffe in die Hand und dann einmal montieren. Und hier, ich lege euch mal das auf den Boden, damit man das auch besser sehen kann. So, kurz zurücklaufen, damit die hier. So. So sieht die Waffe jetzt aus, ne? Die haben wir selber gefunden. Okay, Zielfernrohr haben wir gekauft. So, und das schmeiße ich alles erstmal in den Bau wieder rein. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, mit den Farben werde ich auch in den nächsten Folgen so einmal kurz zeigen, wie das so wirklich. Ich habe selber keine Ahnung davon. Ich habe es mir gerade runtergeladen. So, in die Hände nehmen. Und hier, für die M1 Riffel braucht ihr diesen M1 Laderahmen. Und dafür braucht ihr den 30-06, also 30.06 Kaliber, ne? Also nur die passen da rein. Ich hatte zwei Stück. Ich habe die hoch repariert. So, jetzt laden wir nach. So, ich würde mal sagen, wir sind bereit, jagen zu gehen. Hier, wir nehmen nur das hier, Messer haben wir dabei und wir nehmen nur Ersatzwaffe mit, zweite, also für Zombies. Dann war's das, dann war's das. Warte mal, können wir nicht einen Schalldämpfer für die Kleine auch bauen? Können wir doch mit Sicherheit. So, 12%, 24%, also das einmal brauchen wir und vernünftigen Ölfiltern. 32% da hier, 32%. So, Handwerk und diese Ölfilter könnt ihr nicht ohne die Werkbank herstellen, ne? Also die Werkbank ist schon eine gute Sache zu Hause zu haben. Aber die verliert auch Prozente, wenn man da was macht, ne? So, jetzt nimm die Waffe in die Hand. Mal gucken, ob wir den Schalldämpfer. Ja, kannst du überall drauf tun. Hier. Nein, so sieht man schlecht. Ich lasse die Waffe einmal fallen. So, hier, ne? Ich weiß aber nicht, wie lange wir den Schalldämpfer nützen können. Aber ist egal. Also, ich würde noch Kleinigkeiten erzählen, was passiert ist. Also, Freitag sind wir ja dort bei den Max gewesen. Da habe ich volles Auto gelootet. Das Auto habe ich schon sowieso alles komplett auseinandergebaut, sage ich. Die Sachen auseinandersortiert. Und die Sachen, die zum Verkauf waren, habe ich verkauft. Die ich behalten wollte, habe ich behalten. Zeige ich aber gleich. Und hier. Gestern Abend und ab heute Morgen war ich auf dem Schrottplatz. Ich habe wieder fünf Kisten gesammelt und zwei Kisten von Ziegelsteine. Hier zeige ich euch einmal. Also Schrottplatz ist die beste Lösung, ne? Und ich habe heute, also bis jetzt, ich habe ganze Zeit aufgerüstet. Also mit dem Ziegel. Die wichtigsten Wände habe ich aufgerüstet. Rest werden wir mit euch noch machen. Also hier Wasser nehmen wir mit.
Hier, wir haben wieder Mats zu Hause. Das Einzige, was fehlen würde, die grüne und rote Säcke. Einmal mit Kies, einmal mit Beton. Die würden noch fehlen, um weiter. So, da sind die Ziegelsteine hier. Hier, das wird noch fehlen, aber ist noch einiges da. Wir werden dann sehen. Das mache ich dann alles im Hintergrund. Entschuldigung, wie ihr schon sehen könnt, der Garten ist weg. Also, ich war mehr als 48 Stunden Realzeit auf der Map unterwegs, also mit euch habe ich auch Videos aufgenommen und ich war nicht in der Base. Also Jungs, ganz wichtig zu dem Bett. Ihr müsst auf jeden Fall mal öfters reinkommen. Sonst, mir sind alle Sachen, die sind einfach kaputt gegangen. Also alle Pflanzen sind kaputt gegangen. Ich weiß jetzt nicht, hat das gefällt, hat Wasser gefällt, regnet es hier auf dem Server zu wenig. Oder diese ganze Unkraut, das hat auch einen Einfluss, wie lange die Pflanze lebt, ne? Also, ich habe hier ein bisschen Eingang umgebaut. Eingang habe ich umgebaut und Beet habe ich hier größer gemacht. Und jetzt hatte ich auf einmal die Möglichkeit, also ich hatte größeren Platz, hatte ich auch die Möglichkeit, größer zu bauen. Aber du kannst das nicht einzeln aufstellen. Zeige ich euch einmal Handwerk. Sobald du eine Fläche gebaut hast, sagt er dir, du kannst keine mehr aufstellen. Nee, doch. Hier, guck mal. Ah, nee, ist rot. Ja, ist rot. Ist rot. Sobald du versuchst auszustellen, sagt er. Also, ich weiß wirklich nicht. Ich würde mal sagen, ich mache einen Guide draus. Das ist eine gute Idee. Ich mache einen Guide draus, wie das überhaupt funktioniert. Also da vorne, ich habe zwar eine lange aufgestellt, ja, die war auch groß, aber da hatte ich keine Möglichkeit, Bäume einzupflanzen und sowas alles, weil Platz hat gefällt, ne? Jetzt ist das Bett richtig groß. Hier habe ich schon Kleinigkeiten eingepflanzt, aber ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass es genug Wasser hat und kein Unkraut gibt. Und hier habe ich schon mal einen Baum eingepflanzt, einen Apfelbaum. Wir werden in der nächsten Folge sehen, wirklich sehen, wenn es alles hochgekommen ist, ne? Also einmal zu dem Bett. Jetzt gehen wir weiter. Hier könnt ihr schon mal sehen, hier habe ich Kleinigkeiten schon mal auf Ziegel angefangen aufzurüsten. Da fühle ich mich einfach sicherer und dann bin ich auch motiviert, das weiter auf und auch zu machen, ne? Du brauchst immer wieder das, dies und jenes. Also es macht Spaß. Es macht Spaß. Was habe ich denn noch gemacht? Hier habe ich ein bisschen aufgerüstet, hier habe ich ein bisschen aufgerüstet, hier die Lagerkammer, wo wir unsere Sachen lagern. Die bleibt so. Hier bleibt auch so. Das wird auch später ein großer Lagerkammer. So, wir gehen einfach kurz weiter, damit wir hier nicht zu lange in der Base bleiben. So, hier mache ich zu. Das mit Farben, wir werden in den nächsten Folgen sehen, wie das funktioniert. Aber ist schon geil, dass du deine Karre selber färben kannst, oder? Also ich finde es schon geil. Ich werde jetzt jede Farbdose mitnehmen, weil du kannst dir da wirklich was einfallen lassen, ne? Cool, freut mich. Hier habe ich nicht viel aufgerüstet. Dafür ist aber hier Alkohol und sowas alles dazu gekommen. Hier ist einiges an Essen dazu gekommen. Essen, Trinken wollte ich auch einmal zeigen. Hier Ketchup habe ich gefunden, Mustard habe ich gefunden. Hier und all mögliches Zeug. Ich weiß alles hier. Gewürzmischung, Rest weiß ich gar nicht, was das alles zu bedeuten hat. Müssen wir gucken. Da müssen wir gucken, wir werden auch bald kochen. Hier zu den Eiern habe ich bei YouTube gesehen.
Eier kannst du braten, aber hierfür, für diese Gaskocher, fehlt dir natürlich Gas, ne? Wie auch logisch sein. Also, irgendwo muss so ein brauner Gaskanister stehen. Und dann können wir auch Restbraten. So wie Eier, Fleisch und so alles. Aber um Fleisch erstmal zu braten, muss man sich Fleisch besorgen. So, die Folge wird etwas chillig, weil, wie ich auch schon gesagt habe, Kira nimmt sich ein paar Tage Urlaub. Die Folge, hier ist ganze Knackzeug noch dazu gekommen. Die Folge, wir werden gleich jagen. Wir haben soweit alles. Wir brauchen nichts mehr. Einmal würde ich. Feder habe ich gefunden. In der nächsten Folge, womit wir anfangen, wir werden erstmal das Bett zu Ende bauen, weil da steht schon ein paar Folgen. Ich komme einfach nicht dazu. Weil durch das komplettes Wochenende habe ich eigentlich am Schrottplatz verbracht. Und habe ich hier soweit alles aufgerüstet. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Mir gefällt's. Es ist schön. So. Schade um den Garten. Also das war wirklich schade, wo ich nach Hause kam und der Garten war tot. Das ist wirklich schade. Also, wir lassen das Auto hier. Wir versuchen heute hier zu jagen. Einfach, wir laufen hier oben in PVE, Entschuldigung, hier zum Beispiel hier Richtung D3 See. Wir nehmen aber eine Keule mit. Keule nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Wir haben zwar Schalldämpfer, aber Keule nehmen wir trotzdem mit. Also, Schalldämpfer, wie es selber herstellen funktioniert, habt ihr gesehen. Hier zeige ich nochmal, das funktioniert einmal so genauso mit den Flaschen. Und es funktioniert auch genauso mit den Dosen, ne? Also Cola-Dosen, Soda-Dosen und alle möglichen Dosen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, für Plastikflaschen braucht ihr nicht mal hier. Dafür braucht ihr nicht mal die Werkbank. Aber schon für diesen Ölfilter, was wir jetzt gerade zusammengebaut haben, braucht ihr schon eine Werkbank. So. Wir haben alles dabei, wir haben Medizin, wir haben ein bisschen was zu essen dabei. Wir trinken jetzt nur noch. Eine Keule wollte ich doch mitnehmen. Keule sollte man, denke ich mal, dabei sein. Und dann gehen wir. Ja, ich habe es aber noch nicht zu Ende gezeigt. Hier, wo ich bei dem Händler war. Jungs, bitte an euch. Wer hat schon mal. Und wo, beziehungsweise wo, Strahlenschutzanzug gefunden gehabt. Weil bis jetzt, ich konnte keins kaufen und ich habe auch selber keins gefunden. Das Einzige, was Kira sich gegönnt hat, warte mal, es ist hier. Wir haben uns heute zwei Schachteln für AK-Munition gekauft und diesen Rucksack. Der sieht doch geil aus, oder? Ich finde, der sieht geil aus. Sowas habe ich noch gar nicht gefunden. Ja, das war's. Und das restliche Geld habe ich da. Wir haben jetzt mittlerweile 23.000 und 109 Dollar. Und ja, ich muss noch ein bisschen was da aussortieren. Ich habe Autoteile gesammelt, ich habe die hoch repariert. Wir werden die dann zusammen verkaufen. Wir werden dann gucken, was wir dafür bekommen haben, was wir überhaupt dafür bekommen. Ne? Das habe ich einmal aus dem Kommentar gelesen. Ein Abonnent hat das, also unser Abonnent hat das mal reingeschrieben. Der repariert alle Autoteile und verkauft sie da. Und das soll sich richtig lohnen. Wir haben jetzt auch ein bisschen was gesammelt. Das zeige ich aber dann in der nächsten Folge. So, wir haben alles da. Wir haben alles da. Wir gehen jetzt. Ja, ich wollte nur einmal euch auf den Stand der Dinge bringen. Ne? Also Base gefällt mir langsam. Die wird richtig schön. Wir werden auch jetzt nicht wegen.
einen Backofen auch hier wegziehen. Ne? Wir bleiben jetzt auch hier, gefällt es mir. Einmal bevor wir gehen, wollte ich einmal zeigen mit dem Flugzeug. Da habe ich auch heute eine Garage fertiggestellt. Das war auch eine Katastrophe, bis man das alles so weit gerade fertigstellt. Das ist schon krass, ne? Also großes Tor, klar, Flugzeug drinne. Gedreht habe ich den mit dem Auto. Mit dem Auto geht es am einfachsten. So, einmal bitte schließen und einmal Handschuhe ausziehen. Und wir gehen jetzt auf die Jagd. Wir gehen hier lieber Richtung PVE, dann können wir in Ruhe jagen. So, ich habe alles soweit zu. Jagd muss auch sein, weil so währenddessen habe ich gar keine Tiere getroffen. Und so gesehen Folge 18 und Kira hat noch kein Stück Fleisch gehabt zwischen den Zähnen. Also ich hoffe, das werden wir auch heute ändern. Also laut Serverinfo müsste hier maximal Anzahl an Tieren sein. Wir werden sehen. So, nimm schon mal Waffe in die Hand. So, einmal gucken. Okay, Zielfernrohr ist da. So, wir gehen aber erstmal in PvE und dort können wir in Ruhe jagen. So, irgendwann mal müssen wir doch ankommen. Ja, bald. Sehr schön. Wir haben was zu trinken da. Wir haben auch was. Ich glaube, Essen haben wir auch dabei. Also bleiben wir jetzt ein bisschen hier schön im Wald. Ich weiß auch nicht, wie sich das mit dem Jagen verändert hat. Ne? Also ich gehe jetzt auch nur raus, um zu gucken, wie das überhaupt ist. So, nicht so. Einmal hinlegen. So, wir ruhen uns kurz aus. Also sehr schön. Base, also diese ganze Mats und sowas alles, werde ich auch weiterhin im Hintergrund besorgen. Ich habe ungefähr heute 4 Stunden am Schrottplatz gebraucht, plus eine Stunde am Ziegelwerk. Und da hatte ich in 5 Stunden 7 Kisten zusammengesammelt. Also 2 Kisten Ziegelstein und 5 Kisten Schrott und alle möglichen Sachen, die mir da, die ich dann noch gefunden habe. Hier sind alle möglichen Pilze. Die werden wir auch bald sammeln und alle testen. Die werden wir alle testen. Einmal zum heutigen Tag. Es waren 10 Spieler gleichzeitig drauf. Fand ich richtig schön. Es war ruhig. Es gab heute Geschenke. Kiras Geschenke liegen auch noch in der Kiste. Kira hat heute auch 2 Geschenke bekommen. Also jeden Sonntag gibt es Geschenke. Also bis jetzt sehe ich niemanden. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht die ganze Folge einfach so durchlaufen, ohne auf ein Vieh zu treffen. Weil normalerweise, warte, wir trinken was. Normalerweise sind hier alle Viecher drauf. Es gibt hier Wölfe, es gibt hier Rehe, Wildschweine, Hasen, Krähen und auch die Vögel gibt's, ne? Also da, wir müssen dann einfach gucken. Jetzt hast du ja eine Möglichkeit, ne, eine Fährte zu erwischen oder so. Ich weiß es nicht. Das ist auch jetzt für mich neu. Ich laufe jetzt, also jetzt nach 8 Monaten laufe ich zum ersten Mal überhaupt jagen.
So, ab hier gleich dürfte uns eigentlich nichts passiert sein. Wir sind gleich in PvE. Also jeder Spieler hat auch heute sein Geschenk bekommen, seine zwei Geschenke. Es ist schön. Es ist einfach so zum Wochenende Abschluss. Okay. Oder muss man einen Moment stehen bleiben, bis die Viecher sich spammen oder so? Das Einzige, was ich jetzt in diesen 17 Folgen gesehen habe, also ich habe schon Tiere gesehen, aber flüchtig so beim Vorbeifahren. So, Kira ist hungrig. Habe ich was zu essen dabei? Nein. Okay. Alles gut. Also die Jagd beginnt. Aber bis jetzt höre ich weder was, noch sehe ich was. Ich weiß nicht. Einerseits möchte man mit der Folge auch zeigen, wie das alles funktioniert, aber dann kann ja auch sein, dass das auch zu langweilig wird, ne? Wenn wir jetzt ganze Zeit nur durchlaufen und naja, hier auch eine Art Pilzen, die darfst du nicht essen, sonst kriegst du Halle. Also Halluzinationen. Normalerweise müssen ja die Viecher auch irgendwann mal sich spawnen. Ach so, Pferde gibt es hier auch, ne? Ja, bin ich mal gespannt, wann wir das erste Vieh. Also, ich würde vorschlagen, wenn wir jetzt in der Folge nichts zum Jagen finden. Dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall Fischen rausfahren. Ja, gehört auch dazu, ne, dass man. Das ist mein Magen. Aber kann ja nicht sein. So, wir sind in PvE. Also, so gesehen kann uns erstmal nichts passieren. Vielleicht gehen wir da zum Hochstand. Wenn einer besser weiß, wo gute Jagdgebiete sind, könnt ihr ruhig in die Kommentare reinschreiben. Weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn ich in den Wald reinkomme, dass da irgendwann mal auch die Viecher auftauchen. Also laut Server-Info sind hier maximal an Tieren da. Aber wir laufen jetzt schon 10 Minuten. Und ja. Erstmal kann ich überhaupt niemanden sehen. Also ich höre niemanden und ich sehe auch niemanden.
Also Stück Fleisch wäre schon nicht schlecht. Okay. So, einmal hinlegen. Ja. Wir sind zwar auf der Jagd, aber erstmal sehe ich schwarz. So, können wir hier was futtern? Ja, sehr schön. So, dass sie zumindest was im Magen hat. Alles gut, Kira. Bald gibt's Fleisch. Bald gibt's Fleisch. Also Leute, tut mir leid, wenn es so ein bisschen zu langweilig ist, aber das ist halt die Jagd, ne? Ich weiß ja nicht, wo die Viecher sind und ob überhaupt hier bestimmte Jagdgebiete sind, wo man es schneller, mehr oder bestimmte Tiere findet. Also wir laufen schon hier seit 10 Minuten. Ja, wir sind gleich irgendwo am Wasser da. Aber, ne? Also Hühner habe ich gesehen. Hühner gibt es definitiv. Aber was ich gemerkt habe, die gibt es eher in der Stadt. Guck mal, schön. Es ist einfach mal schön, chillig auf der Jagd zu sein, oder? Also mir gefällt's. Jetzt auch ohne irgendjemanden erwischt zu haben. Es ist schön. Es ist schön. Aber komm, weiter jetzt. Hier wäre auch schöne Stelle eigentlich zum Bauen. Es gibt auch mehr und mehr Besen bei uns auf dem Server. Da gab es von Mantis einen Vorschlag irgendwann mal. Also wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich auch ein Video davon drehen. Natürlich nicht von innen, nur von außen. Wenn ihr möchtet, stellt ein Schild mit dem Namen auf und dann wisst ihr im Video, wessen Base das ist. Wenn nicht, ist auch gut. Alles gut, ne? Also, wir sind auf der Jagd und naja, warte mal, hier war doch irgendwo ein See. Da vorne oder was? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Jagd hier funktioniert. Ob man irgendwie an der Stelle bestimmte Zeit stehen muss, um jemanden überhaupt zu erwischen. Weil ich hätte gern eigentlich Stück Fleisch bei Möglichkeit. Auch alles, was mit dem Kochen zu tun hat, ne? Da brauchst du überall Stück Fleisch. Deswegen wäre schon nicht verkehrt. Aber ist auch komisch bei maximalen Tieren hier, dass man so lange laufen muss, um überhaupt jemanden zu finden. Die Viecher müssen sich doch laut von sich geben oder so, oder? Ich kann niemanden sehen. Oder mache ich irgendwie was falsch? Okay, früher war ich nicht so oft beim Jagen. Deswegen kenne ich auch den Unterschied nicht.
dass wir eventuell was unterwegs getroffen haben. Ja, das war schön. Aber sonst, dass ich richtig jagen war, also das mache ich wirklich jetzt zum ersten Mal. So, wir müssen uns ausruhen. Deswegen, wenn du irgendwie Bescheid weißt, wo die Spampunkte sind oder beziehungsweise Jagdgebiete, könnt ihr ruhig reinschreiben. Also ich sehe niemanden, eventuell beim Wasser. Also es gibt hier Bären, Pferde und hast nicht gesehen. Aber die scheinen alle nicht da zu sein. Ich werde mir überlegen, ob ich das Video hier überhaupt als Folge 18 reintue, weil wir laufen jetzt schon seit 15 Minuten. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Einerseits, es ist so wie es ist, ne? Aber andererseits möchte man auch was sehen, dass man. Ich werde mir überlegen. Eventuell werde ich das Video löschen und noch einen drehen, wenn wir was gefunden haben oder so, ne? Also wirklich. Ist auch eine schöne Stelle zum Angeln. Vielleicht werden wir auch hier morgen angeln gehen. Ja. Also in der nächsten Folge, ne? Also die Jagd ist ergebnislos irgendwie. So Leute, guck mal, wo ich hier bin. Ich bin hier ganz in die Ecke gegangen und seht mal, wer mich gefunden habe. Wir werden doch ein bisschen Fleisch haben. Der war doch gerade hier. Da, guck mal. Sehr schön. Die Jagd war erfolgreich. Jawohl, wir haben ihn. Wir haben einen Bär. Sehr schön. Wir haben Fleisch. Es hat sich doch gelohnt. Ich war am Anfang richtig entmutigt, niemanden gefunden zu haben. Aber wie ihr sehen könnt, die Jacke ist erfolgreich. Wir werden gleich noch ein Stück nach Hause laufen müssen. Aber ansonsten hier, habt ihr ja selber gesehen. Vielleicht unterwegs zurück werden wir noch jemanden finden. Habt ihr ja selber gesehen, dass es funktioniert. So, Waffe wegstecken. So, und wir werden jetzt alles nehmen. Sehr schön, Kira, mach das. Also, unser erster Bär. Wunderbar. Freut mich richtig. Am Anfang war ich richtig entmutigt. Aber jetzt, wir haben einen Bär. Wunderschön. Wir laufen jetzt definitiv jetzt schon zurück Richtung Hain. Und vielleicht treffen wir dann noch jemanden. Der hat aber keinen Laut von sich gegeben. Ich habe ihn nur in so einem Blickwinkel sehen können. Können wir denn alles mitnehmen? Ich würde gerne alles mitnehmen. Sehr schön. Also, einiges an Fleisch, ne? Einiges an Fleisch, wunderbar. So, mach alles zerlegen. Wir haben Fleisch. Sehr schön. Das freut mich richtig. Also am Anfang war ich schon richtig entmutigend.
Ich dachte, das wird nichts. Ich glaube, wir werden hier was zurückbleiben müssen. Gucken wir gleich, ja? Komm, Kira, du schaffst das. Sehr viel Fleisch, sehr schön. Der Bär hatte sie in sich gehabt. Also, jagen, wunderbar. Mist, wir können nicht alles mitnehmen. Warte, vielleicht können wir den Bärenkopf einmal herstellen, dann haben wir ein bisschen, ja, genau. Einmal Mütze herstellen, guck mal, wie viel Fleisch. Guck mal, wie viel Fleisch. Sehr schön. So, das auch einmal zerlegen. Wunderschön, Kira. Also Folge 18, erster Fleisch. Sehr schön. So, das auch noch mal bitte. Am besten sollen wir nichts liegen lassen. So, wir laufen jetzt mit euch zusammen nach Hause, ne? Und bei der nächsten Folge wird erstmal gekocht. So, hier könnte man eigentlich auch was herstellen. Okay, wir gucken, was reinpasst, ja? Ja, passt eigentlich einiges rein. So, das war's. Komm, wir lassen die Bärentatzen da. Das Fleisch ist zu schade. Bin jetzt 40 Minuten gelaufen und ich kann das jetzt nicht liegen lassen. Komm, eine Tierhaut lassen wir noch liegen. Das ziehen wir an. Na komm, Kira, zeig dich mal. Sehr schön. Ja, unser erster Bärchen. Wunderbar. So, du kannst dich jetzt entspannen. So, jetzt kann ich in Ruhe. Ich habe die Aufnahme ausgemacht, damit die Folge nicht zu lang wird. Dann laufe ich über den Hubbel, auf einmal sehe ich da einen Städtenbär. Wunderschön. So, wir haben das ganze Fleisch mitgenommen, ne? Gut. Tierhaut, feine Tierhaut können wir ja verzichten. Bärentatzen nehmen wir nächstes Mal mit. So, hast dich ausgeruht? Wunderbar. Dann ab nach Hause. Ja, am besten Auto dabei zu haben. Aber mit dem Auto bist du dann zu laut, ne? Sehr schön, Glückwunsch, Kira. Wir werden uns auch gleich ein paar Stückchen gönnen. So, wir haben noch halben Quadrat zu laufen. Das machen wir aber zusammen. Ja, so ist die Jagdnummer. So, wir ruhen uns gleich aus. Wir haben es ja nicht mehr weit. Ja, wenn wir jetzt auch noch mehr auf noch ein Treffen, können wir ja nicht mitnehmen. Okay. Wir laufen jetzt zurück. Wir laufen jetzt definitiv zurück. Also, erfolgreiche Jagd. Hat Spaß gemacht. So, Kira, weiter.
ich weiß jetzt nicht, was das für einen Einfluss hat, wenn du mit dem Auto jagen gehst. Mit dem Auto wäre es ja einiges einfacher, ne? So, ich würde mal sagen, es bringt ja nichts, dass wir jetzt zusammenlaufen, ne? Ich mache jetzt einen Cut. Dann werde ich euch wieder mitnehmen, wenn wir kurz vor der Base sind. Dann lassen wir uns noch ein paar Stück Fleisch schmecken. Ja, und morgen geht es definitiv zum Angeln. So, Leute, wir sind hier bei der Base angekommen. Ich würde mal sagen, zum Abschluss des Tages werden wir noch ein Stück Fleisch braten. Sehr schön. Also das ist der ganze Bär. Wunderbar. Hier scheint noch etwas nass zu sein. Ja, ich hoffe, dass die Pflanze bis morgen nicht wieder eingeht oder so, ne? Okay. So. Sehr schön. Das war eine erfolgreiche Jagd. Hat zwar gedauert. Also für mich sind das ja zu wenige Tiere. Ich hätte schon ein paar mehr, aber gut, konnten wir sowieso nicht tragen, ne? Aber dafür haben wir jetzt eine coole Mütze. Sehr schön. Und ein Bär. So. Lass uns mal gucken. Wir brauchen. So, können wir das hier zerteilen? Ja. Sehr schön. So, wir futtern jetzt zusammen was. Und dann geht's morgen angeln. So, das hier einmal bitte nehmen. Das auch. Dann gehen wir morgen angeln. Wunderbar. Hätte heute nicht geklappt, dann wären wir trotzdem morgen angeln gegangen und übernächste Folge dann wieder jagen. Aber wie ihr sehen könnt, mit bisschen Geduld kann man auch finden, ne? So, ich tue die Mütze hier rein, sonst wird gleich zu warm. So, wir braten gleich ein paar Stücke, definitiv. Sehr schön. So, restliche Fleisch, warte mal, tue ich gleich in den Kühlschrank rein. Tue ich gleich in den Kühlschrank rein. Warte. Warum zeigt der 0 an? Warum ist er ausgeschaltet? Verstehe ich nicht. Okay. So, sehr schön. Wir haben einiges Fleisch. Also ich würde mal sagen, bevor wir morgen angeln gehen, kochen wir auch was. Ne? Ich denke mal, jetzt haben wir Fleisch. Jetzt haben wir auch Möglichkeit, was zu kochen. Aber wir können nur so weit kochen. Wir haben ja keine Bücher. Wir haben immer noch keine Kochbücher. Ich denke mal, 4 Stück braten wir, Rest tun wir in den Kühlschrank rein. Das wird auf jeden Fall klug. Also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt, okay, ist das schon voll? Ja, wir gehen jetzt erstmal wieder jagen, kommen. Die verfaulte Eier schmeißen wir raus. Sobald wir dann kein Fleisch mehr haben, werden wir wieder jagen gehen. Fertig. Sehr schön. Aber ich habe schon alle Hoffnungen aufgegeben gehabt, sage ich ehrlich. Aber hat trotzdem geklappt. Also muss schon ein bisschen Geduld haben. So, passt das hier noch ein bisschen was rein? Nee, ne? Passt nichts mehr so richtig rein. Okay. Gut, dann werden wir es braten müssen. Das mache ich aber dann mit euch zusammen. So, müssen auch erstmal was trinken. Das war eine anstrengende Jagd. Aber es war eine erfolgreiche Jagd. Sehr schön. Und Bär stand einfach da. Ich habe ihn erstmal gar nicht gesehen, ich habe ihn gehört. So, trink ruhig noch was. Sehr schön.
trinken muss sein. So. So, jetzt gucken wir, dass wir ein Stückchen Fleischbraten drauflegen. Geil. Also, esst ihr Fleisch seit, ja, seit 17 Folgen. Ja, die ist warm, du stehst daneben, ne? Komm, wir schmeißen ein paar Sachen runter erstmal. So, und so könnte man Mackerfleisch, hier Fischköder können wir draus machen für morgen. Geschmack prüfen. Mild, Bärensteak. Das zeigt aber nicht an, ob es gebraten wird oder nicht. Hä, wie war das denn jetzt? Ja, Fleisch liegt drauf. Prozente gehen nicht runter. Warm. Okay. Warte mal, sollen wir ein bisschen mehr Feuer dabei tun? Also Holz. Feuerholz. Okay. Sehr schön. Das hat Kira sich verdient. So, jetzt prüfen. Es ist warm. Warum sagt es ist warm? Es liegt doch auf dem Grillteller. Warte, wir legen einen hier daneben. Mild. Ich verstehe das nicht. Normalerweise warst du früher warm. Okay, das muss doch heiß sein. Das muss doch sich irgendwie braten, oder? Ich verstehe das nicht. Komm, wir legen den zweiten auch drauf. Hier zeigt er mild an. Geschmack prüfen. Auch mild. Also ich verstehe, dass es man nicht muss noch mehr. Feuerholz rein? Okay. Kira hat schon langsam richtig Hunger. Mild. Mild. Warm. Okay. Das muss ja eigentlich heiß sein, ne? Damit das überhaupt. Warte, wir legen eins hier. Gleich ins Feuer. Ah, nee. Du musst es mal auf Kochen drauf tun. Ich Idiot. Entschuldigung, Jungs. Hier einmal aussuchen. Und ja, zack. Es mal reintun. Und dann. Ach so, so funktioniert das. Okay. Okay. Warte mal. Noch ein. Nein, erstmal aussuchen. Okay, es ist ja auch Barbecue Grill. Ich Idiot. Okay, auch sowas passiert. So, was ist denn jetzt passiert? Warum kann ich das nicht grillen? Ah, hier. Drauf tun und grillen. Sehr schön. Also nicht einfach drauf tun, sondern auf Cooking gehen. Ah, hier kannst du auch Alarm einstellen. Sehr schön. Wir stellen das auf 30 Sekunden. Einfach mal ausprobieren. Sehr schön. Zwei Stück Fleisch kannst du gleichzeitig grillen. So, währenddessen, warte, lass uns doch mal gucken, ob wir Salz und Pfeffer haben. Salz und Pfeffer. Müssten wir doch. Also eins von beides müssen wir mit Sicherheit haben. Hier haben wir schon mal mehr Salz. Nehmen wir einmal. Was haben wir denn noch? Gewürzmischung.
Rührei und man Gewürzmischung dabei tun. Mal gucken, ob wir das jetzt dabei tun können. Sehr gut, sehr gut. Salz haben wir dabei. Also, wenn ihr Fleisch grillen wollt, nicht einfach so drauflegen, sondern, ja, das dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen, aber cool. Cool. Ich bin sogar richtig glücklich für diesen Stück Fleisch. Ja, Kira, die ist warm. Ich weiß. So, dieses Stück nehmen wir auf. Also jeweils zwei Stück immer. Ich zeig dir auch, was du hier draus machen kannst. Ne? Hier brauchst du Pilze. Chivapchichi brauchst du Brot. Hier ist Fisch. Ja, Fisch kommt morgen. Hier Paprika. Warte, Paprika haben wir doch. Lass uns doch mal ausprobieren. Hier dauert das sowieso noch. Okay. Warte mal. Paprika haben wir ja. So, Kira, 7%. Ja, ich weiß, gleich bekommst du was zu essen. Sehr schön, dass das alles so funktioniert hat. Ich bin richtig stolz drauf. Was haben wir denn? Was wollte ich denn? Ah, Paprika wollte ich gucken. Ich glaube, ich habe irgendwo Paprika gesehen. Ja, hier haben wir eine Paprika. Sehr schön. Mandarine würde ich gerne als allererstes morgen einpflanzen. So, dieses Trinken können wir ja hier reintun. Und Fleisch. Lieber Fleisch. Sehr schön. Okay. Das soll alles so bleiben. Wir werden uns auch ein Bierchen gönnen, aber nicht heute. Nicht heute. So, 7%. Wasser haben wir genug. Also Fleisch grillt sich. Sehr schön, ist auch gleich fertig. Der zeigt hier auch schon mal grün an. Es hat sich sehr viel verändert. Früher haben wir einfach so daneben gelegt und abgewartet, bis es... Ja, hier hat man das Alarm, sehr schön. Abgewartet, bis es fertig war, ne? Also, hier. Gegrilltes Fleisch. Bitteschön, einmal nehmen. Hier ist ja auch gleich fertig. Hier das mit Paprika wollte ich versuchen gleich nochmal. Und einmal gesalzenes Fleisch, so dass der Körper auch so ein bisschen Salz bekommt. Ne? Sehr schön. Also das kannte ich jetzt nicht. Das ist jetzt alles neu für mich. So, hier haben wir das gegrillte Fleisch. Zwei Stück bekommt man von 10 Einheiten. Sehr schön. Okay. Und du bekommst ja immer wieder hier Sterne, ne? Fürs Kochen. So, sie hat das jetzt einmal in die Hand. So, hier. Das war doch Salz. Ja, guck mal, wir können das kochen wahrscheinlich. Warte, kochen. Einmal dabei tun, ja, und einmal Salz dabei tun. Ja, schade, dass wir keinen Pfeffer haben, aber wir kriegen gleich veganes, Veganteller. Ja, guck mal die Animation an. Sehr schön, das ist doch schön gemacht. Also, wie gesagt, das ist für mich neu, ne? Das ist für mich neu. So, was können wir denn hier noch machen? Also, warte mal, Fleisch noch einmal dabei tun. So, einmal kochen, aber dieses Mal mit Salz. So, dass der Körper auch Salz bekommt. Sehr schön. Also, jagen und grillen. Das ist unsere heutige Folge. Ja, aber ist auch so, ne? Voll Glück gehabt mit dem Bier. Gewürzmischung, okay, wahrscheinlich nicht dafür. Hier haben wir noch Innereien, also von früher weiß ich, dass wir Innereien. Ah, hier ist fertig. Bekommst du nur einen Stern dafür. So, dann essen wir es doch gleich, oder? Hier, guck mal.
damit ihr das sehen könnt, ne? Also Paprika lohnt sich auf jeden Fall zu züchten. Wir werden auch Paprika reintun. Energie, Protein, andere Fette, Ballaststoffe, hast du alles. Also so wie es aussieht, lohnt sich das richtig. Okay, sieht man nicht. Lohnt sich das richtig, also dieses veganes Gericht zu kochen, ne? So, Gesundheit einmal, Stoffwechsel. Ja, und du bekommst noch irgendeinen Bonus dafür. Also Proteine, Kohlenhydrate, Wasser, andere. Sehr schön. Also, es lohnt sich schon zum Kochen. Es lohnt sich schon zum Kochen. So, wir machen aber hier noch was. So, Fleisch und Salz. Und einmal kochen, bitte. Sehr schön. So, Gesundheit, Stoffwechsel. Ich wollte mir angucken, Bogenschießen können, Ausdauer, Luftfahrt, Motorrad fahren, Diebstahl, Sprengstoff schleichen. Das sind meine, also kochen sind wir bei 19%, erste Level. Sehr schön. Gärtnerei sieht gut aus. Anfänger. Also da sind meine Wände, könnt ihr auf Pause drücken, um zu gucken, wie weit hier ich bin hier. Ne? Sehr schön. So, dann Kira. Das gegrillte Fleisch kannst du auch essen. Wunderbar. Ja, eh ist heiß. So. Gegrilltes Fleisch. Recovery Bonus. Okay. 7000 gleich. Hier hast du 1500 im Ponnenbonus. Sehr schön. Wasser. Also, wir brauchen definitiv Kochbücher. Definitiv brauchen wir Kochbücher. So, das grillen wir noch zu Ende zusammen. Also, ich finde es gut. So, Getränke, Kaffee. Kaffee haben wir nicht. Kaffee habe ich bis jetzt noch keins gefunden, aber ich finde solche Kleinigkeiten. Ah, hier noch. Hier gibt es noch andere Spieß, Fleischspieß. Ah, guck mal. Können wir das nicht herstellen? Okay, warte, gucken wir, ob wir noch brauchen Pilze und wir brauchen Gemüse. Okay, da ist auch Mais, Zwiebel, dann können wir auch Vegetarier. Okay, so. 3 Punkte haben wir bekommen, aber ich habe zu früh abgebrochen. So, jetzt will ich gucken, ob wir solche Spieße machen können. Nee, können wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Ja, wahrscheinlich können wir noch nicht. Hier zeigt dir an, was du machen kannst. Okay. Ist alles gut. Alles gut. So, dann werden wir einfach mal noch einmal Stück Fleisch braten. So. Aber hier haben wir schon überall Salz dabei, ne? Kira muss pinkeln. So, dann macht das mal eben. Also macht schon Spaß. Macht definitiv Spaß. So, dann sind wir schon auf 11%. Gesundheit, Stoffwechsel. Ja. Zeigt ja auch an, so hier fällt ein bisschen an. Vitamine, also wunderbar. Ja, ich habe euch heute den Stand der Dinge gesagt, wie ich versprochen habe, waren wir auf der Jagd, Folge 18. Folge 19 werden wir auch ab hier starten. Das Einzige, was ich machen werde, ich werde im Hintergrund noch ein bisschen aufrüsten, die Base.
Ja, und ich werde alles fürs Fischen vorbereiten. Wir werden irgendwo C4 fischen oder hier D3. Irgendwo hier gehen wir auf jeden Fall morgen fischen. Das hat jetzt alles funktioniert. Jetzt wissen wir auch, wie man Fleisch grillt. Sehr schön. So, Handwerk. Okay. So, wir kriegen wieder 3 Punkte dafür. So, wir warten jetzt ab, bis das hier fertig ist. Ah, nein, guck mal, ich hab's verbrannt. Guck mal, Leute. Passt bloß auf. Ich hab das Stück Fleisch verbrannt. Geil. Ja, aber guck mal, ist auch ein Ergebnis. Sehr schön, dann weiß ich auch Bescheid. So, wir müssen irgendwo Tierhaut unterbringen. So. Schmeißen es einfach hier rein. Also, wunderbar. Es ist zwar nicht jetzt das große Jagen gewesen, aber zumindest haben wir einen Bär erwischt. Und das passt. Das passt. So, hier ist gleich durch. Dann machen wir auch langsam Schluss. Und in der nächsten Folge werden wir definitiv fischen gehen. Es wäre natürlich nicht schlecht, unterwegs einen Bot zu finden oder so, ne? Dass wir auch auf dem Bot fischen können, aber wir machen für Anfang chillig. Wir gehen in D3, wo wir jagen waren. Da ist ein kleiner See. Ist auch nicht weit von uns. Und da werden wir auch morgen fischen. Aber wir treffen uns wieder hier. Ich logge mich hier aus. Und ab hier fangen wir dann auch an. So. Ist gleich durch. So, Kira, iss was. Lass es dir schmecken. Das hast du dir verdient. So, Alkohol, andere. Okay, Alkohol 0. Kohlenhydrate 0. Okay, Kohlenhydrate ist ja Brot und alles. Okay. Aber ich habe bis jetzt kein Brot gefunden. Also solche seltene Sachen werden wir wahrscheinlich einfach bei dem Händler kaufen. Ich glaube, das ist das Einzige. Oder wir werden es irgendwann mal so rein zufällig finden. Aber wir haben ja hier, ich habe ja hier eine kleine Nachbarstadt, da gehe ich oft looten. Das sind ja Lebensmittelladen. Und bis jetzt, Leute, sage ich ganz ehrlich, ich habe dort keins gefunden. Eine Zeit lang konntest du Brot ohne Ende finden. Jetzt guck mal, 18 Folgen und immer noch kein Brot gesehen. Guck mal, wieder 3 Punkte. Wir nehmen das Fleisch. So, Leute, ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Wir gehen fischen.